Hola, hola. Hola. Sie sind also der Also, Patron. man munkelt, sie. Und du bist Nennen Sie mich derjenige, einfach der für Checker, uns ich muss mich für arbeitet? eine Stunde einmal abmelden. Ich bin in einer Stunde genau wieder da. Ja, das ist klar. Kann man so sagen. Ich sag mal so, das ist ein Informationsaustausch. Ich bin ganz so. So, ja, Sie wollten doch, Sie sind doch auf mich zugekommen. Ich höre. Bin ich das? Ja gut, im Grunde genommen bin ich eigentlich auf dich zugekommen, Amigo. Also Ja. folgendes, Patron. Der Herr, der vor Ihnen steht, ich kenne ihn schon sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, wenn der uns Informationen bringt, kommen die dementsprechend aus einer sicheren Quelle. Da würde ich meine Hand ins Feuer legen für ihn. Zu 1 Million%. Und ich habe jetzt gedacht, dass je mehr Informanten wir haben, desto besser läuft das, ja. Und erzähl mal, was du da genau machst, Amigo. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Was ist denn so deine Arbeit? Ich sag mal so, meine Arbeit ist es, Informationen zu sammeln. Über jeden, was die machen, wer die sind und, und. Und was bist du genau? Also, welche Abteilung oder wie ist das bei euch? Ich habe das schon letztens Chapo gesagt. Darüber rede ich nicht. Okay. Worüber genau will er Doktor. nicht sprechen? Wo ich arbeite, welche Abteilung ich arbeite. Ich kann nur eins sagen, ich kriege viel Information. Und wieso sollten wir dir glauben? Das könnte doch jeder buchstäblich sagen. Ja, weil Ricardo mein Blutsbruder ist. Er vertraut mir, ich vertraue euch. Wenn du uns vertraust, wieso erzählst du dann nichts? Ich habe das Chapo letztens auch gesagt. Das ist halt die Bedingung, dass ich darüber nicht reden werde. Das ist sehr geheim. Gut, du vertraust ihm. Er vertraut vielleicht dir. Doch wie kannst du mein Vertrauen gewinnen? Kannst du das überhaupt? Ich werde mein Bestes geben. Am besten gewinnt man Vertrauen, indem man bestimmte Informationen vorausgibt, ja? Oder Patron? Als Beispiel, sieh. Ich habe Infos, die dich definitiv die Leiter nach oben steigen lassen kann. Das hört sich schon mal gut an. Aber eins muss ich noch sagen. Ich kann euch nur Infos geben, die ich auch habe. Hast du viele Infos? Es kommt drauf an, um wem, um welche Familie, um was es geht. Ich sag mal so, wir sind noch neu beim Informationssammeln. Deswegen dauert das ein bisschen, bis wir sehr viele Infos Neu. über. Bist du von der IAA? Wie ich schon gesagt habe, ich rede darüber nicht. Die müssen mir halt so vertrauen. Vertrauen Sie Ricardo? Das tue ich. Ja, so, dann können Sie mir auch vertrauen. Stimmt das, Ricardo? 1 Million%, Patron. Ich sag's mal so, wenn der uns was erzählt, dann wird er das genauso weitergeben, so wie er das mitbekommt. Er wird die Geschichte niemals umdrehen. Da bin ich mir zu 1 Million% sicher. Wir wissen selber, Patron, wie viele Informationen eventuell falsche Informationen sein können, ne? Aber die Beabsichtigung dahinter ist auf jeden Fall. Und dafür setze ich meine Hand ins Feuer, dass er diese Informationen auch eins zu eins uns weitergeben wird. So sieht's aus. Dann habe ich eine weitere Frage. Welche Infos könnten uns weiterhelfen? Denn schließlich sind wir keine Coppers. Wir machen keine Razzien oder sonstiges. Was für Infos könntest du uns geben, das so informativ ist, dass wir damit was anfangen können? Denn normalerweise ist es andersrum. Was braucht ihr denn für Infos?
Eine Frage mit einer Gegenfrage, ha? Huh? Das heißt, du weißt selber nicht, was du mir geben könntest. Doch. Schon, aber die Frage ist, was willst du wissen? Nein, die Frage ist, was könntest du anbieten? Für den Anfang. Meinst du? Zum Beispiel. Danny, lass uns bitte allein. Ja, wie gesagt schon. Was willst du denn wissen? Das fällt mir gerade jetzt nicht ein, was ich dir geben könnte. Du musst mir schon sagen, was du wissen willst, was du haben willst. Weißt du, normalerweise läuft das so. Wir, die angeblich Bösen, obwohl wir die Guten sind. Guck mal, ich sag dir mal so. Das Gute ist schon mal, dass ihr gar nicht im Radar seid von der Polizei, sonstig. Ich weiß. Die kennen euch noch nicht mal. Die wissen noch nicht mal, dass die Familie Santa existiert. Ich weiß. Ne, das ist ja schon mal gut. Nun ja, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wir können mit Infos meist sehr wenig anfangen. Ihr könnt mit Infos sehr viel anfangen. Meistens läuft es eher so ab, dass wir im Gegenzug eher was bekommen. Ja, was willst du haben? Und da ist wiederum die Frage, was könntet ihr anbieten außerhalb der Informationsquellen? Ein bisschen Geld. Von wie viel sprechen wir? Das müsste ich noch abklären. Wenn du schätzen müsstest? Ich glaube nicht, dass es viel sein wird. Bin ich dir ehrlich. Aber wie gesagt, ich könnte das mal abklären. Es kommt drauf an, was das für Infos sind. Ja, hör mal auf jetzt. Chapo, was sagst du? Möchtest du seinen Patron, ich habe mit dem Amigo letztens schon mal ein Gespräch geführt. Du hast schon mal mit ihm gesprochen? Nee. Und mir ging das gleiche durch den Kopf wie Ihnen. Mit Informationen können wir recht wenig anfangen. Was kriegen wir im Gegenzug? Ich habe ja gesagt, ich kann euch Geld anbieten. Was hältst du eher davon, dass wenn ihr Razzien durchführt, führt ihr Razzien durch? Ja, natürlich. Dass gewisse Sachen in unsere Taschen kommen. Nicht viel. Vielleicht die Hälfte von dem, was ihr einsagt. Im Gegenzug sorgen wir dafür, dass die großen Fische eure Beute werden. Also, wie ich schon gesagt habe, das müsste ich mit meinem Vorgesetzten bereden. Dazu kann ich mich jetzt nicht äußern. Ich will Ihnen jetzt auch keine Hoffnung machen oder Ihnen irgendwas jetzt erzählen. Was ich weiß, ist halt, dass wir euch ein bisschen Geld anbieten können. Aber jetzt mit den Sachen da, die Hälfte. Ich weiß nicht, ob das klappt. Hätte ich viel zu sagen, dann würde ich das machen, ja.
Also ich sag's mal so, wenn ich ein bisschen dazwischen grätschen kann. Also so wie sich das jetzt gerade anhört, gibt's euch noch nicht so lange. Und ich sag mal, das muss ja keine Sache von heute auf morgen sein. Es wäre jetzt nur meine Meinung oder meine Ansicht. Ich würde halt sagen, wenn da mal irgendwas Spannendes wäre oder so, Patron, und er mir das dann sagt und das und ich das für relevant halte, dann gebe ich dir Bescheid. Und dann können wir uns ja wieder an den Tisch setzen und darüber reden. Du Aber kannst jetzt... gefehlt von uns alles erfahren. Wir haben die Möglichkeit, dir alle Infos, die du haben willst, zu besorgen. Wirklich jedes. Bis ins kleinste Detail. Soweit ist unser Netzwerk. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Ich kann ja mit meinen Chefs mal reden, was die für euch tun können. Ich freue mich. Eine der Sachen, die mich sehr interessieren, ist die Geldwäschekarte. Boah, darüber wissen wir gerade gar nichts. Dafür ich umso mehr. Das hört sich doch noch besser. Ich kann euch die Infos geben, wo alle drei sich aufhalten. Das hört sich noch besser an. Aber wie ich schon gesagt habe, ich müsste das erst mit meinen Vorgesetzten abklären, was ihr im Gegenzug dafür bekommen würdet. Seh. Bin ganz so. Ich freue mich. Ja, ich werde mal mit meinem Vorgesetzten zusammensetzen und darüber reden. Ja. Und dann werde ich mich nochmal bei euch melden. Verstanden. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Auf eine gute Zusammenarbeit. Sei. Adios. Gut, dann, ich schau gleich dieses Auto, ja? Jo.